Die Unterschiede der Gewässerpegel in der Schweiz sind zurzeit extrem groß. Während in den Alpen das heiße Wetter für Hochwasser durch die starke Schnee- und Gletscherschmelze sorgt, herrscht im Mittelland akuter Wassermangel. Am Bodensee ist der Wasserstand so niedrig wie noch nie zu dieser Jahreszeit und einzelne Bach- und Flussbetten liegen komplett trocken. Mit Spitzentemperaturen von bis zu 38 Grad in Genf und einer Obergrenze von rund 4.500 Meter schwitzen die Schweizer Alpengletscher zurzeit mächtig. Sie führen große Schmelzwasserbäche zu Tale, wie beispielsweise hier im Schweizerischen Wallis, oberhalb von Saas-Fee, wo sich die höchsten Schweizer Berge wie der Dom befinden. Diese Gletscherbäche haben ihre Apfelspitzen jeweils am Nachmittag in den späten Abendstunden. Und so kann es durchaus sein, dass diese Gletscherbäche durchaus die Gefahrenstufe 2 auf der fünfstufigen Gefahrenskala erreichen. Ein ganz anderes Bild präsentiert sich zurzeit im Jura, im Mittelland, aber auch im Tessin, wo viele Flüsse und Bäche eine extreme Niedrigwasserlage aufzeigen. So führt beispielsweise der Rhein bei Basel nur noch einen Abfluss von rund 500 Kubik und dementsprechend ist auch die Großschifffahrt auf dem Rhein bereits eingeschränkt. Flüsse wie die Töss im östlichen Mittelland sind teilweise sogar ganz ausgetrocknet und auch die Thur führt nur noch 6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Hochrhein. Gemäß den neuesten Wetterprognosen gehen diese Hitzewellen in den nächsten Tagen in den Schweizer Alpen weiter und lassen die Gletscher mächtig weiterschmelzen, so dass wir bis Ende Sommer von rund 4, vielleicht sogar 5% Volumenverlust ausgehen müssen. Wie das Wetter in Ihrer Region genau weitergeht, erfahren Sie wie immer in der Wetter-Online-App. Live von den Gletscherbächen aus dem Schweizerischen Wallis, ich bin David Volken für Wetter-Online.